Guten Morgen, Lukas. Hoffe, du hast gut geschlafen. Wie wäre es denn mal mit einer Seife ohne Plastikverpackung? Bitteschön. Na, das geht aber besser. Eine Zahnbürste aus Holz und Zahnpastapillen. Alles ganz ohne Plastik. Richtig, da könntest du auch etwas ändern. Duschgels sind auch in Plastik verpackt und noch dazu ist in vielen von ihnen Mikroplastik enthalten. Du hast doch schon ein Stück Seife bekommen. Die kannst du auch zum Duschen nutzen. Ja, zum Haarewaschen ist die Seife nicht so gut. Es gibt zwar auch feste Seifen für die Haare, aber ich habe noch eine andere Idee. Du kannst dir dein eigenes Shampoo ganz einfach selbst machen. Mit deinem Lieblingsduft und ganz ohne Plastik. Wusstest du, dass selbst in deinen Klamotten häufig Kunststoff ist? Im Internet findest du viele Tipps zum Thema nachhaltige Mode. Außerdem kannst du dir natürlich auch das ein oder andere Teil selbst machen.